Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Wir sind back am Start mit Danergy. Der hat ein neues Video, ein neues Format rausgehauen irgendwie. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber das heißt, so hat UFO361 verändert im Studio aufgenommen. Es sieht danach aus, als ob er irgendwie das rekonstruiert oder den Aufnahmeprozess zeigt. Ich bin gespannt, Leute. Ich kann mir tatsächlich nichts darunter vorstellen, weil der Titel nicht viel mehr hergibt. Ich denke, es wird irgendwas mit Musik zu tun haben. Es hat bei Danergy nämlich immer was mit Musik zu tun. Ich bin aber gespannt drauf. Neues Format, neues Projekt irgendwie. Ich weiß nicht, habe ich Bock drauf, Leute. Und ja, wie immer, der Originallink zu Danergy ist in der Beschreibung verlinkt. Schaut unbedingt da vorbei. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten könnt ihr mich hier mal ganz gerne drunter ballern, Leute. Spamt die Kommentare mal voll. Was wollt ihr noch sehen? Ist irgendwas rausgekommen, was ich mir angucken soll? Wollt ihr ein paar andere Videos von mir sehen? Soll ich mal irgendwas anderes machen, Leute? Schreibt mal alle Vorschläge gerne hier unten rein. Ich habe Bock, mal ein bisschen frischen Wind hier reinzubekommen. Aber wie gesagt, falls auch irgendein anderer Song rausgekommen ist oder irgendwas anderes, wo ihr gerne meine Meinung zu sehen würdet, dann sagt mir dafür gerne Bescheid, Leute. Ansonsten danke ich noch den Leuten von Patreon. Auf Patreon könnt ihr mich supporten und bekommt damit ein Shoutout im Video unter anderem. Grüße ich natürlich jetzt hier Simon, Philipp, Edoras und Maurice, Leute. Ihr seid die Gang von Patreon und ja, eure Vorschläge kommen noch. Keine Sorge, Leute, ihr habt Videos vorgeschlagen, die werden noch kommen. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt hier rein. So hat UFO361 verändert im Studio aufgenommen. Bro, du musst mir helfen, Digi. Warum hat er Pippi Langstrumpf? Pippi Langstrumpf, was? war aber eine gute Serie, hab ich früher gerne geguckt, Alter. Pippi Langstrumpf, gute Serie, bin ich ehrlich. Du musst mir helfen, Digi. UFO, sein neuer Song. Ja. Die ist verändert. Ich muss genauso texten können, Digga. Wie macht er das, Bro? Geh ans Mike. Okay. Wer ist der Typ? Der ist cool. Kriegen wir das hin, also? Ja. Okay. Danergy baut immer mehr diese Comedy-Elemente ein, ist mir aufgefallen. Steht ihm echt gut, also so Comedy-technisch und schauspieltechnisch hat er sich auch nochmal weiterentwickelt, finde ich. Und Leute, sorry, dass ich so oft pausiere, aber warum liegt da ein Hammer auf dem Sofa? Da liegt ein Hammer auf dem Sofa hier unten, Leute. Sieht man das? Ist das ein Hammer? Ich weiß es gerade gar nicht, Alter. Ist kein Hammer. Definitiv nicht. Wie gut, Alter. Also hier werden jetzt auf dem Bildschirm Sachen, also Bilder und Wörter eingeblendet, wozu denn Danergy oder eben in diesem Fall UFO im Studio live dazu seine Meinung abgegeben hat und dadurch ist der Song entstanden. Also werden zu den Wörtern, die im Song vorkommen, andere Assoziationen, Fachwort, Leute, gesucht. Ich glaube, das gibt es im amerikanischen Bereich auch. Von irgendeinem Typen. Ich weiß nicht, vielleicht hat Danergy das sogar reingeschrieben hier. Ja, genau, hier von diesem. Das kenne ich. Love, Life, Surf? Kenne ich nicht. Den Channel so, aber ich weiß, dass es das im amerikanischen Bereich dieses Format schon gibt. Aber cool, Mann. Cool, dass Danergy sowas nach Deutschland bringt, Alter. Guck, wie sich mein Leben hat verändert hat. Dicker, heute häng ich nur mit Bankern ab. Ja, Dicker, ja, ich häng nur mit Bankern, ey. Du beißt Lil Yachty, Mike Tyson mit dem Ohr, Alter. Es sind schon coole Sachen, Alter. Es sind schon coole Sachen. Und das ist auch seit langem ein Song von UFO, den ich wieder richtig hart feiern kann, Alter. Eigentlich feiere ich UFO nicht so, aber den Track kann ich mir auch gut geben. Digga, wie er abgeht. Ach, Danergy, Alter. Er fühlt es. Geil. Hast du Bibi? Fragezeichen. Ja. Cool, wie auch mit den Applips hier umgegangen wird, Alter. Das ist cool, Mann. Das erfordert sehr viel Kreativität, immer diese Assoziationen gut zu setzen, dass sie Sinn ergeben und lustig sind. Ja.
Indianer. Digga, treff mich heute am Stephansplatz. Stephansplatz, Alter. Geil. Feier ich, Alter. Cool, dass Danergy sowas nach Deutschland bringt. Gerne mehr davon. Holy shit, gerne mehr davon, Danergy. Auf jeden Fall. Geiles Format, Alter. Ey, das ist auch cool gemacht. Dieses, das hört sich echt bei UFO immer so an, als ob er erst so überlegt, so, ja. Also, das ist echt gut gemacht, Alter. Holy shit. Das ist cool gemacht, Alter. Guck, wie sich mein Leben hat verändert. Guck, wie sich mein Leben hat verändert. Wie hat das sich denn verändert? Bankern ab. Cool gemacht. Warum hörst du auf? Ist doch gut, Mann. Können wir das noch einmal machen? Vielleicht mit einem anderen Song. Oh nein, was kommt jetzt? Oh. Geil, Mann. Dass wir den nächsten Song selbst entscheiden dürfen, Alter. Feier ich. Geiles Format, Alter. Und wie ich auch meinte, jetzt am Ende auch wieder diese kleinen Comedy und, Schauspielelemente von Danergy werden immer geiler, Alter. Ich feiere seinen Humor so hart irgendwie, keine Ahnung. Geil, Alter. Grüß hier noch raus an Kalabi? Korrekter Dude auf jeden Fall. Kann man auch mal ein Abo da lassen, Leute. Geil, Mann. Holy shit, Alter. Ey, echt cool gemacht, Alter. Ach, er hat sogar reingeschrieben, dass er sich noch von dem Typen inspiriert hat lassen. Ja, voll in Ordnung, Alter. Voll in Ordnung. Wenn man Credit gibt, ist es halt absolut geil, dieses Format jetzt auch in Deutschland zu sehen, im deutschen Raum. Und einfach zu sehen, wie andere Leute das umsetzen. Finde ich völlig in Ordnung, Leute. Finde ich völlig in Ordnung. Krass, Mann. Holy shit, Alter. Cooles Format auf jeden Fall. Ich habe das in Amerika vielleicht bei einem, zweimal gesehen, aber auch nicht wirklich verfolgt. Und jetzt finde ich es umso cooler, dass Danergy das macht, weil ich, wie gesagt, die Art von Danergy gerne mag. Ich mag seinen Humor. Und die haben sich da gute Gedanken gemacht, Alter. Bei deutschen Songs ist das nochmal was anderes, besonders bei Sachen wie UFO, Alter. Da kann man echt vieles auf eine andere Ebene beziehen, irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, bei einem Track von Kapital wäre es auch nochmal lustig. Oder auch mal was nichts mit Rap zu tun hat, sondern irgendwas anderes. Aber, ja, keine Ahnung. Aber sowas wie Kapital würde sich schon, glaube ich, ganz gut anbieten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das nächste Mal kommt. Ich hoffe, er macht das Format weiter, weil ich habe da Bock drauf. Ich finde das absolut cool. Und, ja, das mit Lil Yachty, Digga. Das war am besten mit Lil Yachty und Mike Tyson. Fand ich am besten, Leute. Schreibt gerne rein, welchen Track ihr dieser Version gerne sehen wollen würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend noch bei einem anderen mit den Leuten. Ansonsten gibt es morgen auch wieder ein paar Videos. Und checkt auf jeden Fall das originale Video von Danergy ab. Lasst ihm Support und Liebe da. Das ist mir sehr wichtig, Leute. Ansonsten, cooles Format. Schreibt mal eure Meinung dazu rein. Aber ich feiere das auf jeden Fall. Und hoffe, wie gesagt, dass noch mehr kommt. Bitte, Danergy. Make it happen. Danke. Tschüss. Flo, der Flo, Mann, der Hype ist real. Alles ganz egal, Mann, ich bleib bei dir. Du machst halt nur Reactions, doch machst du die besten.